Hi-ho und willkommen zu meinem Video. Ja, ihr bekommt jetzt mal so ein kleines Update, wie mein Zimmer jetzt gerade aussieht. Also hier oben haben wir Mamas Bücher. Hier haben wir eine Steckdose und die funktioniert. Also da bin ich immer noch total begeistert, dass meine Steckdosen jetzt funktionieren. Jetzt haben wir einen Punkt, den ich euch noch nicht zeigen möchte. Den kommt erst später irgendwann mal. Dann haben wir hier meiner Mom ihre Kiste. Hier haben wir die Kiste mit meinem ganzen Zeug. Das ist Leos Absperrkiste plus Klamotten und Schuhe von Lena, wo man sich auch die Frage stellen muss. Hier ist der Staubsauger, weil es hier noch viel staubt. Meine Waage, die Kommode. Ja. Dann. Das muss dann in den Kleiderschrank alles rein. Ja, das wird dann schon. Das ist mein Stuhl aus meiner Kindheit. Den liebe ich. Den seht ihr jetzt übrigens gerade sehr, kann man jetzt gerade sehr gut sehen. Ja, ich würde euch jetzt gerne die Kisten, wo ich mein Zeug drin habe, zeigen. Aber dann würde ich euch was spoilern, was erst, also mein Fernseher, den möchte ich euch erst dann zeigen, wenn er dann da steht. Ja, das ist mein Switch. Den habe ich jetzt auch schon mal. Den habe ich heute, wirklich heute, habe ich den mal schon mal so weit, dass er da steht. Da muss jetzt nur noch irgendwo hier ein Loch gebohrt werden. Der Plan ist bei mir jetzt, dass das unter diesem Schrank durch ein Loch gebohrt wird. Ah, wartet, wartet, wartet. So, jetzt geht's. Das sind meine Kistendinger. Da habe ich meine Unordnung drin. Und ja, da bin ich. Hallo. Ja gut, jetzt habt ihr das Schild gesehen. Und ja, aber das sagt so nicht viel. Also ja, gut. Jetzt ist es eh aufs. Jetzt ist die Katze aus dem Sack, also kann man es auch lassen. Hier sind auch noch Klamotten, die dann in den Schrank rein müssen. Das hier sind meine Hussen. Das sind Dinger, die werden dann über die Stühle gelegt, damit die einfach, wenn sie ein bisschen zerfleddert sind oder wie bei mir grün, was nicht so gut zu dem Rosa passt, dass sie dann da geändert werden. Das hier ist meine wunderschöne Kiste, in der ich inzwischen meine Spiele habe. Das hier ist mein kleines Experiment. Ich will gucken, wie viel Plastikmüll fällt an, bis das Projekt fertig ist. So, und jetzt kommen wir zu meinem Highlight. Da ist er. Das ist mein Einbauschrank. Ja, der ist doch wunderschön. ja, also. Ich kann euch jetzt eine Seite zeigen, und zwar hier mal, wie viel Platz da drin ist, wenn was reingefüllt ist. Da ist mein Bettzeug drin, das ist jetzt sehr unspektakulär. Das ist eine neue Winterdecke, da haben wir eine Übergangsdecke, meine Sommer- und so Decken, das sind meine Wolldecken. Das ist meiner Mom ihre Decke, weil meine Mom sollte auch noch mit drin sein, ein Kuscheltier, ein bisschen was zum Basteln. Und er ist unglaublich geräumig. Also es sieht jetzt nicht so aus, aber das kann ich euch jetzt anhand des leeren Fachs zeigen. So, da ist jetzt mal eins von den leeren Fächern. Und ich muss sagen, der ist schon echt groß geworden. Also, aber ich finde so wirklich das Beste an ihm ist, er ist ja aus Zirbe, massive Zirbe. Und hier ist ein Furnier. Also so Sperrholz. Und ich muss sagen, es riecht unglaublich gut. Die Türen gehen auf wie Butter, wenn man nicht gerade einhändig dran rumfummelt. Und ich mag auch total gern diese Verblendungen und dass da dann die Kabel durchgehen, den Kabelkanal. Also und ich finde auch, dass es wirklich wunderschön zu dieser Wand aussieht. Also es passt mega gut. Ja, also ich bin total begeistert. Es tut mir übrigens leid, dass das Zimmer noch so unglaublich hallt. Aber wie gesagt, sobald deine Teppich drin sind und die Vorhangstange hängen, wird es wahrscheinlich besser werden. Ja, gut. Dann jetzt die nächsten Sachen, die jetzt passieren werden, ist, dass diese Kommode wahrscheinlich sogar schon
morgen oder übermorgen oder vielleicht auch übermorgen, weil mein großer Bruder zufälligerweise gerade in der Stadt ist, bald, also ab morgen. Und mal ganz ehrlich unter uns, vielleicht hilfst du mir ja dann diese Kommode, dann da, wo die Einzeichnung für die Kommode ist, dann hinzutun. Aber da muss ich noch mit meiner Mom. Hey Mom, könntest du mir mal ganz kurz helfen? Das kann ich hier im Zimmer bloß. Ja, Chippen, Ja, dann nachher. Ja, und das können wir dann. Obwohl, ich habe überlegt, ob ich hier auch noch eine Sockelleiste mache, damit ich dann nicht so mit dem Teppich genau sein muss. Wie gesagt, mein Teppich ist ein bisschen zu kurz geraten. Aber vielleicht, wenn ich das so sehe mit meinem Kabelschacht, dann lasse ich das lieber. Ja, das ist jetzt gerade ein kleines Projekt von mir. Ich möchte für meine Lieben so ein bisschen, das sind die Reste von meinem Schrank. Und die fäll ich dann schön zu und dann werden daraus dann so ein paar kleine Geschenke für Leute. Also für meine Großmutter vor allem, weil die hat den Schrank ja gezahlt. Und ja, meine Eltern, weil sie auch mitgezahlt haben. Und deswegen möchte ich, dass jeder von denen auch ein Stück vom Schrank hat. Das finde ich irgendwie eine schöne Idee. Und das mache ich dann so zu Weihnachten. Wissen eh alle schon, außer mein Papa. Dem habe ich es noch nicht erzählt. Aber allen anderen habe ich schon erzählt. Also kann ich es auch noch weiter erzählen. Ja. Und das ist dann so jetzt mein Einbauschrank. Und ich muss sagen, ich habe es mir gar nicht so schön vorgestellt. Und es riecht so gut. Es ist wirklich unglaublich, wie gut dieser Schrank riecht. Und ja, das war alles. Ich würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Update-Video wieder. Und ach ja, bei dem Schrankinstallation haben wir mal die Steckdose probiert. Die funktioniert auch. Das Einzige, wo ich dann gespannt bin, ob es funktioniert oder nicht, ist dieses Kabel hier. Weil das ist jetzt so rum und ich hoffe, dass das dann passt mit dem Fernseher, dass der Pönöpel in den Fernseher kommt. Weil wenn nicht, dann habe ich jetzt ein Problem, weil das Kabel ist jetzt da drin. Und ja. Und da haben wir dann überlegt, wie rum es funktioniert oder nicht funktioniert. Und jetzt habe ich es halt mal grob für den Moment, weil ich nichts besser wusste, habe ich es jetzt mal in dieses Ding hier reingesteckt, in die Öffnung, weil das die einzige war, wo es halbwegs sinnig ausgesehen hat. Aber ich hoffe, dass das dann auch passt. Naja, Daumen drücken ist das Motto. Gut, dann nochmal mit einem Blick in meinen Schrank würde ich das Video hier beenden. Weil da sind jetzt noch zwei Einlegdinge, so Fachböden, weil ich noch nicht gewusst habe, ob. Oh, der Schrank ist auch schön kühl. Oh. Ja, und hier, das da oben, habe ich heute auch erst entdeckt. Das sind dann die Schienen, auf denen die Türen laufen. Ja, gut, das war eigentlich alles, was ich euch dazu sagen kann. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.